So, und damit herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ewig ist es her. Ich glaube, mit gefühlt hat sicherlich jeder das schon... Oh ne, da ist ja schon wieder der Barrett. Mittlerweile hat das, glaube ich, schon jeder schon dreimal durchgespielt in 30 verschiedenen Variationen. Hier bin ich auf Sender, Barrett. Und, ja, ich hatte ein bisschen längere Pause jetzt, einfach weil ich auch nicht dazu gekommen bin, Starfield zu streamen. Es kam noch Cyberpunk nebenbei noch, was ich ja auch noch nicht ansatzweise weitergespielt habe. Und dann noch ein bisschen habe ich das auch noch der eine oder andere Stream noch ausgefallen, aus gesundheitlichen Gründen. Naja, und dann sind wir wieder hier bei Starfield. Nicht wirklich viel weitergekommen. Wir haben immer noch die Bank sprengen. Wir haben, glaube ich, immer noch diese Dingenskirchen dabei. Diesen Nobelpreis haben wir, glaube ich, noch. Und, genau, den Nobelpreis haben wir dabei. Und, ja, die Mission, ne? Ich weiß gar nicht. Mal gleich mal gucken, was wir jetzt noch an Mission hatten. Die Bank sprengen. Betritt das Gallbank Archiv. Okay, da sollten wir als nächstes hin. Das war die Geschichte. Okay. So, ja, und dann vielleicht nochmal eins vorab, bevor wir jetzt hier wieder ins Abenteuer stürzen. Ich werde jetzt hier mal gucken. Ich werde jetzt hier vielleicht noch ein paar Missionen spielen. Ich habe mir aber auch gedacht, ich werde Starfield wahrscheinlich nicht in alle Ewigkeit, gerade zumindest für YouTube nicht weiterspielen. Also vielleicht privat schon. Oder privat auf jeden Fall, weil ich habe es ja gekauft. Aber ich glaube auf YouTube nicht. Ich will sowieso eben bei YouTube so ein bisschen auch von den klassischen LPs so ein bisschen weg. Mit Ausnahme vielleicht bei Seven Days, weil das ist eben halt so ein Dauerläufer. Naja. Ja, kein Kopfgeld. Ne, und deswegen, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, so bei solchen Spielen wie Starfield... Diese Statue. Ach ja, ist doch. Ja, nein. Ich weiß auch nicht. Was wollte ich sagen? Ist es so ein bisschen auch so. Da weiß ich noch nicht, ob ich das so weiterspiele. Das muss ich mal gucken. Ja. Aber bin ich sowieso momentan ein bisschen komisch drauf. Ne? Das ist so lange Spiele habe ich momentan nicht so richtig Lust drauf. LP sowieso schon nicht. Ausnahmen sind eben halt Seven Days oder halt Horizon. Das sind eben so diese Ausnahmen bei mir. Aber solche Spiele auch so gerade wie Starfield, die so mehr oder fast unendlich sind. Ich weiß nicht, da fehlt mir momentan so ein bisschen die Motivation zu. Ab und zu mal streamen, ja. Aber von vorne bis hinten einmal durch. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob ich mittlerweile zu alt für so einen Scheiß bin, weiß ich nicht. Die Gallbank will den UC unbedingt zeigen, wer das Geld hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Barrett, nein, hab ich nicht. Ich soll immer für den Geld ausgeben. Nein, ich habe keine Zeit. Deswegen bin ich schon fast am überlegen, ob ich Barrett zu Hause lasse. Dann nehme ich lieber Leute mit, die den Rand halten. Reden wir. Nein. Nein. Ich schmeiß ihn raus. Alles kalt. Ich schmeiß ihn raus. Hallo, willkommen im Archiv der Gallbank. Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen? Natürlich. Zugangspass zeigen, bitteschön. Wenn hier alle Dokumente der Gallbank aufbewahrt, sind hier und andere Angestellte, bitteschön. Sehr gut. Einen Moment, bitte. Oh, ja, Mr. Dombrowski. Willkommen, Sir. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Ich finde das Verhalten ein wenig merkwürdig. Das ist äußerst unprofessionell. Werden alle Gallbank-Führungskräfte so behandelt? Ich, nein. Niemals. Keinesfalls. Verzeihung. Hey, hören Sie, könnten Sie bitte meiner Chefin nichts davon sagen? Sie würde mich schlecht bewerten und dann lande ich am Ende bei der Putzkolonne. Meins? Aber nein, es ist nur mein erster Tag hier. Könnten Sie ein Auge zudrücken? Ich brauche den Job. Ich habe eine Familie zu versorgen. Oh, der arme Kerl. Alles bestens. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Klasse. Ich wünsche einen wunderbaren Tag. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht gleich so foppen. So, dann Tür öffnen. Mal auf den Laden. So, hier wollten wir jetzt dann noch irgendwelche Daten klauen. Entdeckung! Was? Ja, grinst mich mal an, das ist okay. Scheiße. Was war das denn? Ach. Das wird kein Problem. Oh,
Auch die andere Wumme. Warte mal, wo ist doch die Revolver? Da ist es. Gehen wir aus der Sonne gerade mal wieder. Was machen die denn hier bitte? Runter! Tut nicht weh. Ja gut, dann. Ist ja gut, wenn es nicht wehtut. Ach, kann das sein, dass dann war der Kerl vorne wahrscheinlich auch von der Eclipse. Na, zurück zur Basis würde ich nicht mehr, mein Freund. Ich bin dran. Oh, jetzt hat er schon die dritte Granate gefressen. Ah, Level 26 ist da oben. Na komm. Bitte. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Ja, siehst du. Jetzt hat er 4 Granaten in die Fresse. 5. Nur 8 Schuss. Achtung! Und dann die nächste Granate gefressen. Schlauster NPC jedenfalls nicht. So, wie schaut's aus bei dir da oben? Oder bist du tot? Da waren keine mehr angezeigt. Ja? Mal schauen. So, was nehmen wir mit? Hüllenlos nehmen wir mit. Können wir kurz reden? Okay, dann wird er doch zur Wache. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Ich meine, es bleibt. Naja, wir werden uns sowieso wieder nicht wehren können. Also wir müssen mit ihm reden. Ich habe da trotzdem keinen Bock drauf. Weil er mich dann wieder voll blubbert, dann müssen wir ihm wieder Geld in den Rachen schmeißen. Scheiß falscher Alarm. Muss wachsam bleiben. Ekliptik, bist du nicht ein Gegner? Kann das sein, dass du hier gar nicht stehen darfst, dass du eigentlich schon längst tot bist? Bin ich jetzt gerade so ein bisschen, aber Ekliptik, das sind doch die, das sind noch heute. Ist mir auch Schnurz. So, jetzt ist nur die Frage, wo meine Mission hin ist. Aber hier ist ja irgendwo das Archiv. Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Wäre denn Ekliptik Hinterhalt ab? Ja. Die Mission ist weg. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich die nochmal aktivieren kann. Siehst du, das ist nämlich der 26er hier. Oh, scheiße. Warte. Meine ich doch. Ich wundere, die steht plötzlich neben mir. Na komm. Jetzt haben wir das doch. Ja, guck mal. Ich wundere mich nämlich schon. Hä, wieso ist die Mission weg und wo steht sie da? Gut, benutzen. So, Verzeichnis verschollener Schiffe. Guck mal, da wollen wir doch hin. Serendipity. Legacy, da wollen wir hin. Die Prosperity oder die Supremacy. Suchansätze 2, Versuche fehlgeschlagen. Sie Optionen. Transponder, Frachtcredits, Credstick-Ladung. Sol Mars, Alpha Centauri Jemison, letzte bekannte Position Sol Saturn. Versuche 2, fehlgeschlagen.
Desktop anzeigen. Die Frage ist ja, ob wir sowas, ob wir da mal gucken sollen, können, müssen. Auch zwei Versuche fehlgeschlagen. Wuli Wuli Alpha. Gralbank Materialien. Legacy. Da wollen wir hin. Begib dich zum Schlüssel. X Liang. Captain X Liang. Transport Credits. Vertraulich. Acht Versuche fehlgeschlagen. Serendipity. Auch Credits. Cred Tankladung. Ja, guck mal. Das ist also so viel Geld. Transponderinformation. Transponderinformation. Sämtliche Transporte der Gralbank geschehen über. Gegenüber per CBR verschlüsselte Transponder. Diese Transponder-Beacons senden über hochfrequente Cyberburst-Scatter-Arrays einen festgelegten individuellen Langstreckenping. Diese Arrays sorgen dafür, dass die Beacons stets mit maximaler Strom übertragen, um speziell ausgestattete Suchschiffe zu erreichen. CBR-Transponder sind mit der neuesten Verschlüsselungstechnologie ausgestattet. Sie verfügen über eine militärtaugliche Ultra-Bit-Verschlüsselung, vollständige zyklische Kryptomodulation und ein kaskadierendes Frequenzspektrum. Um einen bestimmten Transport zu verfolgen, bitte im Sicherheitsbüro eine Anfrage einreichen, um einen Tracking-Code zu erhalten. Die Transponder werden über eine autarke Energiequelle betrieben, durch die sie bis zu 250 Jahre versorgt werden. Hinweis, je schwächer die Energiequelle wird, desto kleiner wird auch der Empfangsradius der Übertragung. Datenbank-Disclaimer. Ich glaube, das ist nicht so wirklich relevant. Achso, dich hatte ich. Ich nehme mal mit. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Die war schon komplett entspannt, du. So. Ich muss mir unbedingt Munition gleich noch mitnehmen. So, ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Ja, dann tüdeln wir doch mal wieder zurück. Dann haben wir das jetzt mal. Okay. Mir ist übel. Warum? Ist mir nicht auch egal. So, So, lass mal zurück zum unserer Transportmöglichkeit. Gib dich zum Schlüssel. Was du ja beim Militär. So. Nee, also wie gesagt, ne, an dieser Stelle, ich höre jetzt nicht mit Starfield auf, weil ich es irgendwie schlecht finde oder sowas, aber ich würde das, glaube ich, relativ zeitnah einstampfen, weil ich dann sonst privat weiterspiele. Aber so als Langzeit-Let's Play-Projekt sehe ich das irgendwie nicht. Das wäre eigentlich so das. So, vielleicht könnte ich mich mal wieder ein bisschen heilen, ne? Das wäre sinnvoll. Es sei denn, ich überleg's mir doch noch anders. Das war, glaube ich, war schon unwahrscheinlich. So, dann gucken wir mal, ob das Schiff einigermaßen in Ordnung ist oder ob wir das. Hey, wie kann ich dir helfen? Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Na, siehst du, da freue ich mich doch. So, Schiffe sehen. Wo finde ich mehr Crewmitglieder für mein Schiff? Na, oh, nee. Du lässt mich in Ruhe, Barrett. So, abheben. Hey, das geht. Falls du mir mal denkst, ich würde jetzt gerne bemerkenswürdige Stimmen. Dann träum nicht von mir, sondern komm vorbei und sag hallo. Okay. Alter, flirtet er gerade mit Dusty, mit einem unserer Crewmitglieder?
Okay, da bin ich so ein bisschen peinlich berührt. So, pass mal 11. Warum wollen wir gleich merken? Kurs festlegen, aber natürlich. Müssen wir wieder durch. Müssen wir erstmal ins Cheyenne. So, springen wir erstmal ins Cheyenne. Dann springen wir von dort aus weiter. Auch spannend. Ja, brauchst du nicht. So, warte mal, wir springen mal weiter. Direkt dahin. Okay, alles klar. Willkommen in Aquila City. Adios. So. Ups. Das war vielleicht ganz so schlau. Ja. Erstmal. Aber das hat auch keine Sau interessiert. Wenigstens das. Okay, ein bisschen rumgeballert. Ja, komm. Lass ihn mal. Passt schon. Ups. So. Wir sind da. So, erstmal zum Chef, ey. Wenn du entspannen willst, meide das Last Nova. Borg ist im Moment eine ziemliche Spaßbremse. Erst ballern und andocken ist normal. Wenn du Borg siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. Der Kerl ist so mies drauf. Lustig wäre es ja irgendwie gewesen, wenn die Space Station, die jetzt komplett verbrannt wäre, komplett explodiert. So, okay, schade. Das wird dann wahrscheinlich jetzt nichts mehr mit Piraten. So, wo kommen wir jetzt hier lang? Wo ging das jetzt hier noch lang? Last Nova. Achso, man muss, wenn ich sowieso in die Bar. Wie kommen wir noch zu Delgado hoch? Mal gleich mal gucken. Ach, hier Lift. Wahrscheinlich eine Etage höher. Und erstmal Barrett stehen lassen, damit er uns nicht voll labert. Hallo! Guck dir auf die Uhr, ich bin rechtzeitig. Dein Bürokopf ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Ey, jo. Jetzt kann ich wieder nichts trinken, super. Rokoff ist gar nicht so übel, hat mir wirklich geholfen. Ach ja? Sieh mal einer. Ja, wir wollen auch ehrlich sein. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Also dann, wenn du für ihn bürgst, können wir Rokoff noch eine Chance geben. Ja, klar. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Kriegs Vermächtnis. Apropos Informationen. Lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Ah, der Galbank-Transport ist also über Bannock IV verschwunden. Bannock, warum kommt mir das bekannt vor? Neva? Ja, immer mit der Ruhe. Ich bin schon dabei. Und... da ist es. Bannock 4. Mal sehen. Verdammt, Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Oh nein. EM-Klasse bedeutet den sicheren Tod. Zurückziehen. Es muss doch noch einen Weg geben. Erstmal nachfragen, was es ist. Oh, eine Wissenslücke, was? Okay, sperr die Ohren auf und hör gut zu. Das wird später abgefragt. Oha. Planeten der EM-Klasse erzeugen unermessliche Mengen elektromagnetischer Strahlung. Und zwar buchstäblich unermesslich. Wenn du zu nah an eine dieser Todesfallen ranfliegst, schmieren sämtliche Schaltkreise ab und dein Schiff ist nicht mehr als eine nutzlose Blechdose. Das klingt unangenehm erstmal. Ich wäre bereit, es zu probieren. Nein, bin ich nicht. Wir stehen also vor einer Sackgasse. Ja, Neuling. Genau wie auf jeder anderen Etappe dieser lächerlichen Schatzsuche. Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt euer Hirn an. Kriegs hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst.
Das ist die richtige Einstellung, Neuling. Davon sehe ich in letzter Zeit in der Crimson Fleet nicht genug. Neva, den Gelbank-Daten zufolge hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es Comspike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Neuling, du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses Comspike-Ding kommen. Ich will es haben, auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Und ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Ich brauche etwas Zeit, um die Comspike-Sache mit Jazz durchzurechnen. Aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Wir kriegen es hin. Wir haben großer. Ich arbeite so unheimlich gern mit Neva. Ach ja? Weißt du, du bist auch nicht jedermanns Geschmack. Also musst du wohl damit leben, Neuling. Hey, das reicht! Kriegs Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Ich würde gerne mal wieder mit dir reden. Nein! So, Rinsa WB. Ich hoffe, es hat dir gemundet. Was gab's denn Schönes zu futtern heute? Aber lass uns mal quatschen. Die Fleet ist deine wahre Familie. Ja, ich will aber. Diese Credits stehlen sich nicht selbst. Ja, ich will doch dein Links geben hier, dein Preis da. Danke, dass du mich gut aussehen lässt. Sonst hätte ich dich töten müssen. Ja. Ich wollte dir doch den Shit geben. Oder muss ich das immer extra auswählen? Stiehl den ER-Preis, das haben wir gemacht. Ich hoffe, dass wir die Mission noch abgeben können, weil. Wäre ja schön, wenn wir noch ein paar Credits dafür kriegen, oder? Reste in warm hat geschmeckt. Viele Fleeter kommen aus bitterer Armut. Wir kämpfen um. Was waren die Reste, Rinsa? Das merkt man. Halbes Schwein auf Toast. Mensch, Jungs, ihr könnt die auch mal durchfegen. Oder Mädels. Brauchst du was? Nein. Und jetzt? Okay, kommen wir direkt zur Sache. Okay, gerne doch. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? Warum habe ich das Gefühl, dass du mit dem Ding mehr Geld verdienst als ich? Tja, weil du damit völlig richtig liegst. Jeder, der in der Fleet über dir steht, verdient beim selben Job mehr als du. Deswegen kämpfen wir alle darum, nach oben zu kommen. Verstanden? Gut. Also, gib mir vielleicht lieber den Preis, bevor ich dich vom Schlüssel werfen lasse. Nur so ein Vorschlag. Kannst mich auch gleich am Arsch lecken. So, hier. Na, sieh mal einer an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Ja, bin mal gespannt. Es wäre natürlich noch mehr Geld gewesen, wenn du Rokov nichts von diesem blöden Ding erzählt hättest. Aber das ist dein Problem. Hier ist jedenfalls dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt vor dir. Okay, 3000. Wir haben alle genug zu tun, also gehen wir es an. Und nochmal 9600. Okay, gut, ja, dann nichts gesagt. Dann waren es insgesamt 12.000, roundabout. Das ist schon, Irgendwann sind die ganzen besiedelten Systeme auf der Flucht. Wenn du nicht auffallen willst, habe ich genau das Richtige. Ja. Ruhig, aber Loyalität. Tschüss, Bartow. Ist in der Fleet ich hab, was du brauchst. Die Fleet hat mich gerettet. Klar wäre das. Ich glaube, das haben wir schon mal. Ich habe mich umgesehen. Wir sehen uns. Okay. Gut, ich brauche aber auf jeden Fall noch Munition, auf jeden Fall. Und zwar brauche ich noch die 6,5 und die 43er. Also 6,5 und 43er. Kinet
Kosmetik, Elektromagazine. Ah, bei dir kann ich Waffen kaufen, ne? Waffen für alle Anlässe. Mit einer Schrotflinte. Hab eben was Neues reingekriegt. Das ist aber schön. Brauchen wir Munition. So, 6,5er. MMCT war das, ne? War das die? 10.000, wie war mal 40? Ich will doch nicht so viel kaufen, eigentlich. Das ist ein bisschen zu viel, irgendwie. Wir werden nicht zu viel kaufen. Ich sag mal für 5.000. Wir kaufen für 5... Oder 300? Hm. 250. Mal, kaufen wir mal roundabout 250. Das passt schon. So, und dann war das noch die 43er, ne? 43er Array. Das war, glaube ich, die... Hat sie noch 40 Schuss, das ist nie so schön. Brauchst du Waffen oder Muni? Nein. Komm zu mir. Ja. Hat sie Mina gerade? Ja. Also das ist das, was mich tatsächlich an dem Spiel so ein bisschen rumnervt. Dieses ständige Zugelaber. Ne? Alle paar Meter quatscht irgendjemand voll. Da kann ich auch gleich zum Friseur gehen. Wieder da zu sein. Auch wenn es spaßig war. Nein, Barrett, ich habe keine Zeit mit dir zu reden. Hast du Lust zu kommen? Nein. Wenn du Zeit hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe über einiges nachgedacht. Ja, schön. Ich würde gerne mit dir reden. Ja. Also ganz ehrlich, ne? Wirklich, ist wirklich jetzt nicht blöd gemeint, ne? Aber es ist einfach nur ernsthaft gemeint. Das ist für mich ein Grund, das Spiel nicht zu spielen. Vollgelabert zu werden. Wenn ich eins hasse, dann ist es vollgelabert zu werden. Auch wenn ich viel selber am Labern bin. Aber vollgelabert zu werden, nein. Da habe ich keine Böcke drauf. So, wo wollen wir denn mal hin? Bank sprengen. So, dann müssen wir erstmal wieder Erstatter auf der UC Vigilance Bericht. Kurs festlegen, dann düdeln wir wieder zurück. Hä? Warum zeigst du mir nicht die Mission an? Cheyenne, so jetzt. Reste in warm hat geschmeckt. Reste in warm und mit Käse überbacken. Ne? Das muss die Antwort sein. Du befindest dich im Freestyle Collective Raum. Bitte Scanner fahren. Das ist schön für dich. So. Mehr brauchen wir nicht. Gut. Zack. Zack. Olympus. Du hast Landefreigabe für Aquila City. So, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja... Vielleicht kriegen wir gleich dieses Modul, was wir da brauchen, vielleicht kriegen wir es ja gerade gleich kostenlos. Schiff-ID bestätigt. Dockingschleuse 1 ist bereit. Willkommen zurück auf der Vigilance. Ja, ja. So. Dann mal gucken. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir das Modul ja gleich kostenlos. Aha. Sprich mit Commander. Howdy. Ja. Wie ich hörte, steht diese Operation deinetwegen auf dünnem Eis. Noch ein Fehltritt und wir werden leider alles abblasen. Auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Ich nehme an, das warst du? Ich nicht, nein. Nein, ich habe mit sowas nichts zu tun. Ich mache sowas nicht. Das hat sich schnell umgesprochen. Einige der Passagiere des auf der Siren sollten verhaftet werden. Gute Arbeit. Jedwede Beweise für kriminelle Aktivitäten sollten nach der Abschlussbesprechung an Lieutenant Toft ausgehändigt werden. Sind die Beweise stichhaltig, kannst du bei deinem nächsten Besuch auf der Vigilance die Straftäter in der Arrestzelle begrüßen. Aber fürs Erste sind Delgado und seine Piratenbande wichtiger. Was weißt du über sie?
Ja, so, ich habe es geschafft, mir den Zugang zu Galbank zu verschaffen. Das ist schnell rumgesprungen. Ja, und das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Siehste? Nun ja, abgesehen von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ich habe mich darum gekümmert. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Galbank-Computern kopiert hast. Nein. Lass mich das mal ansehen. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Ah, der Gato wird sich was einfallen lassen. Ich glaube, sie stehen vor einer Sackgasse. Woher weißt du das alles? Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Na, er ist Sysdev meinen Schritt voraus. Ich bewundere ihn nicht, aber er hat zugegebenermaßen ziemlich gut geschlagen. Wollte euch lediglich vor seinem Einfallsreichtum warnen. Seine Geschichten haben dir wohl den Kopf verdreht. Vielleicht warst du nicht die richtige Wahl für diesen Auftrag. Roll doch rum, machst du selbst. Das reicht, Lieutenant. Selbst wenn Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der Legacy orten. Okay, sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen. Könnt ihr nicht einfach jemanden da rausschicken und den Transponder selbst finden? Bist du nicht in Sorge, dass ich der Fleet helfe, Kriegs Vermächtnis näher zu kommen? Ja. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht. Ich fürchte, ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Genau, streng geheim. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Gut, dass es jetzt nicht mehr geheim ist, wenn das erklärt. Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären. Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen. Lieutenant Hoft und ich recherchieren Bannock 4. Ich melde mich, wenn ich irgendwelche Beweise finde. Sollten wir die UC Navy nicht warnen, dass ich versuchen werde, mir den Comspike zu schnappen? Das ist der Rat mittlerweile für einen Angriff auf Comspike offen? Was würde das schon bringen? Die Crimson Fleet hat offenbar im UC-Militär eine Quelle, die sie mit Informationen versorgt. Jeder Versuch, den Comspike zu verlegen, wäre reine Zeitverschwendung. Nein, wir behalten das für uns. Perfekt. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Kriegs Vermächtnis zuerst findet. Ja. So, hier. Diese Mission erfordert in vielen... Der Commander weiß, welches... Ich hab Beweise für dich, warte. Gut gemacht. Dann zeig mal her. Galbank-Angestellte, so bitteschön. Dombrowski verdiente bereits ein Vermögen. Und doch konnte er der Veruntreuung nicht widerstehen. Unfassbar. Das macht mich krank. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, diesen Typen einzubuchten. Ja. Weißt du noch mehr? Nee, das war's für dich. In Ordnung. Such weiter, dann wirst du auch fündig. Jo. Bla bla bla, Gefangene, weißt du, wo der Comspark entwickelt wird? Wir sind da, wenn du uns brauchst. Gute Arbeit. Ja, ja. Mach weiter so, dann könnt ihr diese Operation. Jo, dann fliegen wir mal weiter. So, jetzt brauchen wir Comspike. So, besser geht's nicht. Triff dich mit Naeva und Jasmin auf dem Schlüssel. Da kommen wir doch gerade her, mein Jung. Da wollten wir doch hin. Jo, können wieder dahin springen. Nimm mich da aus. Aber komm mal vorbei und wir reden. So, Abenteuer. Thank you.
Da bin ich wieder. Habe etwas für dich. Nein. Ich will's nicht. Du willst doch nur wieder drüber nichts reden. Riecht so gut wie toter ja. Hai, den man mit einer Energie vorgibt. So, können wir jetzt los? Ich dachte, wir könnten vorhin schon losgeflogen sein, aber nein. Alles klar, Jess. Was hast du für mich? Wie es scheint, wird der Comspike auf der UC-Sternenstation SY-29 entwickelt. Position geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Na gut, dann wollen wir mal, wa? Alles klar, Neuling. Nächster Halt, New Atlantis. Ach, da komme ich doch gerade her. Dein Kontakt ist Huan Dayu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-29 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. Klingt nach einem Grund für einen Fistbump. Außer sie will auch meine Knöchel haben. Ja. Muss ich mit Ärger rechnen? Du bist in der Fleet. Mit Ärger musst du immer rechnen. Was aber Huan betrifft, obwohl sie ein eher neuer Kontakt ist, solltest du mit ihr keine Probleme haben. Okay. Premium-Schmugglerrouten? Definitiv. Wir reden von Frachtdepots, Sternenwerften, Forschungsstationen und, wie bei SY-29, militärischen Außenposten. Bislang hatte noch kein neuer Spieler so viele Kontakte. Das ist der Grund, warum wir sie überhaupt ins Boot geholt haben. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Bei manchen Orten haben wir uns jahrelang die Zähne ausgebissen. Okay. Das hoffe ich, weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald dich Huan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototyp-Stadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Das will ich aber auch hoffen. Oh, und noch was. SY-29 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Na, kriegen wir so hin. Dies ist also egal, ob ich mich durchballere. Wie wird mich Juan in die Station bringen? Sie kann dich durch die Vordertür reinbringen. Sie werden glauben, dass du zu einer regulären Versorgungslieferung gehörst. Für den nächsten Teil werden du und Huan die Köpfe zusammenstecken und einen Plan austüfteln müssen. Perfekt, das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Graf-Sprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jess was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jess die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Comspike in deinem Frachtraum ist. Na ja, easy peasy. Kriegen wir hin. So, Das überlasse ich dir, Neuling. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und meinst, es würde helfen, sie ins Boot zu holen, dann sag ihr, was du willst. Irgendwann wird Delgado allen einen Anteil an Cricks Vermächtnis versprechen. Wenn wir wollen, dass sie der Fleet treu bleiben, ist das unausweichlich. Aber bis das Geld greifbar ist, ist es besser, wenn möglichst wenig Leute Bescheid wissen. Okay. Viel Glück. Barrett. Na gut, dann versuchen wir mal diesen Comspike mal abzugreifen. Ich glaube, wir werden aber vorher nochmal einen kleinen Cut machen. Das können wir schneller anfangen, weil ich's dann beende. Ist das so?
So, abdocken. Das heißt jetzt wieder nach New Atlantis. Hey Dusty, falls du dir mal denkst, ach, ich würde jetzt gerne Barretts liebliche Stimme hören, dann träum nicht von mir, sondern komm vorbei und sag Hallo. Okay? Das ist das, was ich meine. Ja? Aber wenn du von mir träumst, dann komm doch einfach vorbei. Klein wenig widerlich. Naja, gut, widerlich nicht, aber nicht am selben Schiff. Die können sich ja gerne privat verabreden, habe ich gar keine Probleme mit, aber wir sind hier in einer Mission. Da kannst du nicht sagen, hey, Macker, komm mal vorbei und dann... Ne? Und dann das muss doch nicht sein. Davon will ich gar nichts wissen. Willst du das haben? Was? Was will ich haben? Ich will nichts haben. Träum nicht von mir. Komm einfach vorbei und sag Hallo. Geile Stück Nehmer. Hey, du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Okay. Ja. So. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich mache gleich mal einen kleinen Break, bevor wir dann ins nächste Abenteuer stürzen. Und den machen wir am besten direkt hier. Das würde gleich ganz gut passen. Wir machen nämlich hier gleich einen kurzen Cut, versuchen dann irgendwie dann auf das Schiff zu kommen, auf die Raumstation zu kommen, um dann halt dieses Com-Gerät da zu kriegen. Mal sehen, dass wir dann irgendwann vielleicht sogar auf diesen Planeten kommen, auf das Schiff und ob wir überhaupt die ganzen Credits hier kriegen. Ob wir überhaupt das finden, was wir planen. Glaube ich nämlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da ein paar Milliarden Credits finden. Na, aber nun gut. Machen wir erstmal einen kleinen Cut an dieser Stelle.